Geht es dir auch so, dass du manchmal Dinge in deinem Leben unterschätzt? Also, wenn ich so zurückschaue in mein Leben, dann ist das eigentlich relativ oft passiert. Das letzte, was mir so passiert ist, war bei der Gartenarbeit. Wir haben eine Zaubernuss im Vorgarten und eigentlich ist es schon lange wichtig gewesen, diese Zaubernus nicht nur zurückzuschneiden, sondern die wirklich zu entfernen, weil die wuchs und wuchs vor allen Dingen nicht nur oben, sondern unten in der Erde. Und ich habe mir schon Sorgen gemacht, dass die Wurzeln vielleicht so unsere Rohre von den Dachrinnen zerstören. Aber manchmal hat man keine Zeit. Aber vor einigen Monaten oder erst Wochen kam dann der Moment. Ich hatte ein bisschen mehr Zeit und ich dachte mir, ja, naja, heute am Nachmittag, das Wetter ist ganz gut, heute mache ich mich an die Zaubernus. Und zwar wird sie radikal rausgerissen, damit, naja, damit keine Herausforderung mehr da ist, was das Wurzelwerk angeht. Und ich fing an, die Äste abzuschneiden, erst die dünneren, dann die dickeren. Langsam arbeitete ich mich vor nach unten und ich merkte, das ist gar nicht so leicht. Und dann habe ich ein bisschen Erde abgegraben ringsrum und bin mit der Motorsäge drangegangen, bis mein erstes Kettenblatt stumpf war. Ich habe noch eine zweite Säge, dann bin ich mit der rangegangen. Irgendwann war auch das zweite Kettenblatt stumpf. Ich habe versucht, mit einer Handsäge zu sägen, aber ich habe diesen Stumpf nicht rausgebracht. Zwischendurch kam mein Nachbar, ich war total verschwitzt und er schaute mich an und lächelte und ich schaute mich sozusagen selbst an und dachte mir, total unterschätzt. Ich dachte so, in zwei Stunden ist die Zaubernuss weg, aber der Stumpf ist bis heute in der Erde. Geht dir das manchmal auch so? Man unterschätzt Dinge im Leben. Nun, das ist, glaube ich, nicht nur bei Zaubernissen und anderen ganz praktischen Dingen so, sondern wenn wir an die Zeit denken, in, denen wir alle ja, in der wir alle ja seit einigen Monaten leben, Zeit der besonderen Rahmenbedingungen, der Einschränkungen, ich weiß nicht, wie es dir geht, ich für mich muss sagen, ich habe das unterschätzt. Ich habe es unterschätzt, was das für uns als Gesellschaft bedeutet. Hier bei uns im Land, aber auch weltweit. Aber ich habe es auch unterschätzt, was es bedeutet für uns als gläubige Menschen. Denn auch innerhalb der gläubigen Menschen spüre ich, dass diese Zeit eine ganz besondere Herausforderung darstellt. Und als gläubige Menschen haben wir ein großes Vorrecht. Wir haben Gottes Wort, die Bibel. Und ich habe mich auf die Suche gemacht. Gibt die Bibel uns denn Ideen, Prinzipien, einen Rahmen, wie ich mich gerade in so einer Zeit der gesetzlichen Einschränkungen zu verhalten habe? Ich höre so unterschiedliche Ideen dazu und ja, bin froh, dass ich in Gottes Wort immer einen, einen Anker habe. Etwas, wo ich wirklich weiß, wenn er mir das sagt, das ist gut für mich und ich bin fündig geworden an einigen Stellen in der Bibel und ich möchte heute gerne mit euch gemeinsam über eine der Stellen nachdenken wie gesagt es gibt eine Reihe von Stellen glaube ich die hineinsprechen in diese besondere Situation für heute soll es gehen um einen Abschnitt aus dem Propheten Daniel im Alten Testament für manch einen ist das Buch Daniel vielleicht bekannt vor allen Dingen durch die vielen prophetischen Aussagen über die Zukunft Zeitperioden, Symbole für Reiche und so weiter. Heute soll es darum nicht gehen, sondern ich möchte gerne mit euch einen Blick werfen in das sechste Kapitel des Daniel Buches. Und ich habe den Eindruck, Daniel gibt uns hier, oder Gott gibt uns hier durch Daniel, durch seine besondere Situation eigentlich ganz wichtige Hinweise, wie ich mich als gläubiger Mensch in Krisensituationen verhalten kann. Daniel gibt uns hier ein gutes Beispiel und ich habe diese Predigt überschrieben mit dem Titel Was nun? Warum macht Daniel das Fenster nicht auf? Und der eine oder andere wird vielleicht schon schmunzeln, der diese Geschichte kennt. Es ist eine eher bekanntere Geschichte aus dem Buch Daniel, Daniel in der Löwengrube sozusagen. Aber ich glaube, sie gibt uns eine wichtige Antwort für unsere Zeit. Also, was nun? Warum macht Daniel die Fenster nicht auf? Und ich möchte gerne einsteigen in Kapitel 6 und würde hier gerne den Vers 11 gemeinsam lesen. Und das heißt, ich, ich, über, ich lese nach der Luther-Übersetzung. Daniel 6, Vers 11 als nun daniel erfuhr dass ein solches gebot ergangen war ging er hinein in sein haus er machte aber an seinem obergemach die fenster auf oder eröffnete die fenster nach jerusalem und fiel dreimal am tag auf seine knie betete lobte und dankte seinem gott wie er es auch vorher zu tun pflegt nun, natürlich ist es immer wichtig, so diese einzelne, diesen einzelnen Text hier zu verstehen im Zusammenhang dieser Geschichte. Aber allein dieser Text, wenn wir aufmerksam lesen, sagt uns schon eine ganze Menge. Er startet so, als nun Daniel erfuhr, dass ein solches Gebot ergangen war. Was für ein Gebot war ergangen? Nun, die Verantwortlichen damals in diesem medopersischen Reich, in dem Daniel lebte, hatten aus verschiedenen Gründen ein Gesetz verabschiedet, sozusagen, das eben das Gebetsleben einschränkte. Also Daniel war es eigentlich verboten, in dieser Zeit zu beten. Und der Text beschreibt die Reaktion von Daniel. Als nun Daniel erfuhr, dass ein solches Gebot ergangen war, ging er hinein in sein haus er hatte aber an seinem obergemach offene fenster nach jerusalem und fiel dreimal am tag auf seine knie also daniel tat das in dieser situation was er immer tat was er regelmäßig tat er betete seinen gott an und dabei machte er die fenster nicht zu warum Tat er das? Warum handelte Daniel so? War es vielleicht so, dass Daniel einfach so in seiner Gewohnheit sich niederkniete, Gott anbetete und ganz vergessen hatte, die Fenster zuzumachen? Denn durch die Fenster konnten andere natürlich sehen, was er tat, was gerade in diesem Moment verboten war. Ich glaube nicht. Daniel wird uns im gesamten Buch als ein besonders weiser Mann beschrieben. Daniel war als junger Mann in die Gefangenschaft nach Babylon gekommen und nicht nur die Babylonier schätzten ihn und machten ihn zu einem einflussreichen Mann im politischen Führungszirkel, auch als dann die Medoperser das Reich übernahmen. Daniel blieb einer der ganz besonders wichtigen Minister oder Räte für den König. Ich glaube nicht, dass Daniel in der Situation vergessen hat, die Fenster zuzumachen. Er wusste, letztlich war es eine Frage auf Leben und Tod. Nun lag es daran, dass Daniel eben diese Gewohnheit hatte und sie nicht aufgeben wollte. Der Vers 11 hat uns ja schon gesagt: er fiel auf seine Knie, betete, lobte und dankte seinem Gott. Und jetzt kommt's. Wie er es auch vorher zu tun pflegte. Das heißt, Daniel hatte eine feste Gewohnheit. Es war für ihn nicht mal so, mal so, sondern ich denke, der Text macht deutlich, dreimal am Tag war ein bestimmter Moment. Es war der Moment, alles stehen und liegen zu lassen, niederzuknien und seinem Gott zu danken, sich bewusst zu machen, dass er da ist und das war Daniel wichtig das war fester Bestandteil seines Lebens dennoch scheint mir auch das war wohl nicht der entscheidende Grund dass Daniel die Fenster nicht schloss und ich würde gerne mit euch ein Stück weit hineingehen in diese Geschichte in manch anderen Text um eine Antwort auf diese Frage warum macht Daniel die Fenster nicht zu zu finden die erste Antwort, die ich gefunden habe, steht in Vers 5. Wir sind immer in Daniel 6, Kapitel 6, Vers 5. Und es heißt hier, da trachteten die Fürsten und Statthalter danach, an Daniel etwas zu finden, das gegen das Königreich gerichtet wäre. Aber sie konnten keinen Grund finden, denn er war treu, so dass man keine Schuld und kein Vergehen bei ihm finden konnte. Vielleicht ein bisschen so den Zusammenhang der Verse vorher, die ich jetzt nicht lese, aber es ist natürlich sehr lohnenswert, die auch zu lesen. Naja, der König war so beeindruckt von Daniel, dass er ihn praktisch über alle anderen Fürsten und Verantwortungsträger setzen wollte. Und das gefiel denen nicht so gut. Sie wollten das verhindern und so überlegten sie sich, wie können wir etwas finden, dass der König das nicht umsetzt und uns Daniel sozusagen vor die Nase setzt. Und dann haben wir gerade gehört in Vers 5, als sie überlegen, sie suchen nach etwas, wo ist etwas, wo wir Daniel anklagen können und sie kommen zum Ergebnis, wir finden nichts. Und sie beschreiben Daniel hier als treu. Das scheint mir, ist der erste entscheidende Grund, warum Daniel auch in diesem Moment seine Fenster nicht zumacht. Und ich möchte das ein Stück weit erklären. Daniel war treu, das sagen diese rivalisierenden Fürsten. Und das beziehen sie auf seinen Dienst am Königshof. Also vielleicht nicht so sehr auf sein Glaubensleben, scheint mir, sondern generell. Daniel als Person hat sich für sie so dargestellt, dass er treu war, dass er keine Spielchen machte, dass er nichts in die eigene Tasche reingab, sondern dass er wirklich transparent, authentisch oder treu war. Und mir wird bewusst, dass etwas später in diesem Kapitel diese Treue in der Amtsführung durch den König selbst und die Umstände dann sehr klar werden. Und ich möchte hier einige Verse lesen mit euch. Zum Beispiel in Daniel 6, Vers 15, erster Teil. Als der König das hörte, also als diese rivalisierenden Fürsten zu ihm kamen und Daniel erneut anklagten und Daniel jetzt eigentlich, weil er gebetet hatte, in die Löwengrube musste. Nochmal zurück zu Vers 15. Als der König das hörte, wurde er sehr betrübt und war darauf bedacht, Daniel die Freiheit zu erhalten und mühte sich, bis die Sonne unterging, ihn zu retten. Oder? Vers 17, zweiter Teil. Der König aber sprach zu Daniel, dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, der helfe dir. Auf dem Weg zur Löwengrube war das eines der letzten Worte, die der König dem Daniel gegenüber sagt. Vers 19. Und der König ging weg in seinen Palast und fastete die ganze Nacht über und ließ kein Essen vor sich bringen. Er konnte auch nicht schlafen. Hat man schon mal von so einem Verhältnis zwischen einem König und seinem Mitarbeiter sozusagen, der ja immer noch Gefangener war, gehört? Und es geht noch weiter. Vers 20. Früh am Morgen, als der Tag anbrach, stand der König auf und ging eilends zur Grube, wo die Löwen waren. Das war das Erste, was der König tat an diesem Tag. Oder Vers 21. Und als er zur Grube kam, rief er Daniel mit angstvoller Stimme. Und der König sprach zu Daniel, Daniel, du Knecht des lebendigen Gottes, hat dich dein Gott, dem du ohne Unterlass dienst, auch erretten können von den Löwen? Oder Vers 24. Da wurde der König, Klammer auf, als er sah, dass es Daniel gut ging, Klammer zu, sehr froh und ließ Daniel aus der Grube heraufziehen. Und sie zogen Daniel aus der Grube heraus und man fand keine Verletzung an ihm, denn er hatte seinem Gott vertraut. Und vielleicht noch einen letzten Vers, Vers 25. Da ließ der König die Männer, die Daniel verklagt hatten, holen und zu den Löwen in die Grube werfen, samt ihren Kindern und Frauen. Ehe sie den Boden erreichten, ergriffen die Löwen sie und zermalmten alle ihre Knochen. Kann ein König, und wir reden hier von einem heidnischen König, kann er mehr Wertschätzung, mehr Sympathie zum Ausdruck bringen, als es dieser medopersische König hier Daniel gegenüber tut? Ich glaube, das ist nicht zufällig, dass Gott das alles so aufgeschrieben hat, um deutlich zu machen, auch vor dem König war Daniel sehr geschätzt, weil er treu war. Und wir erinnern uns, oder wir könnten uns erinnern, wenn wir in Kapitel 7 gehen, dass dieser medopersische König oder sein Reich hier ja schon beschrieben wird. Und wenn ich sage, wird vielleicht eine kleine Anmerkung, das Buch Daniel ist nicht chronologisch geordnet die Kapitel, sondern es springt so ein bisschen hin und her. Und wenn wir uns bewusst machen, dass wir im Kapitel 6 ja schon bei dem medopersischen Reich sind, dann sehen wir in Kapitel 7 ab Vers 1, dass das eigentlich noch oder nicht eigentlich, dass das noch in der Zeit des babylonischen Weltreichs passierte und geschrieben wurde. Das heißt, die Information aus Kapitel 7 lag Daniel schon vor in der Situation von Kapitel 6, die wir gerade ein bisschen anschauen. Nun und in Kapitel 7 wird das medopersische Reich schon beschrieben. Und zwar in Daniel 7, Vers 5. Und ich glaube, es ist wichtig, das zu wissen, weil Daniel wusste das ja auch, Gott hatte es ihm offenbart. Es heißt hier, denn das war Daniels erster Traum, Daniel 7, Vers 5 und sieh ein anderes Tier, das zweite, war gleich einem Bären und war auf der einen Seite aufgerichtet und hatte in seinem Maul zwischen seinen Zähnen drei Rippen. Und man sprach zu ihm: Steh auf und friss viel Fleisch. Also wie wird dieses Reich, in dem Daniel jetzt gerade lebte und sozusagen auch damit der König hier dargestellt? Naja, also so ein netter, kuscheliger Teddybär, den man lieb haben kann, der ein guter Freund sein will. Nein. Dieses medopersische Reich wird dargestellt als ein Raubtier. Ein Bär, der um sich greift, der um sich frisst, der versucht, alles, was er erreichen kann, zu, zu erwischen und zu verschlingen. Und drei Rippen sind noch aus seinem Maul. Ein Symbol für drei Reiche, die die Medoperser auf dem Weg zu ihrem Anspruch, weltreich zu werden, vernichtet hatten. Also, Medopersien war ganz und gar kein Teddybär. Aber was Passiert hier? Wie können wir das zusammenbringen mit diesem scheinbar besonderen Vertrauensverhältnis von Daniel und dem persischen König hier? War dieser König eine Ausnahme? War Daniel vielleicht zu naiv? Wie kam es zu diesem Vertrauensverhältnis? Nun, das Buch Daniel gibt uns darauf nicht sehr viel mehr Antworten. Aber manchmal merken wir auch in unserem Leben in der Gegenwart, wie entscheidend doch unser Verhalten ist, ob gegenüber einem anderen Vertrauen entsteht oder eben nicht. Hängt das nicht auch mit unserer Treue zusammen? Sind wir so wie Daniel Menschen, die keine Spielchen machen, die ehrlich sind, die berechenbar sind, die treu sind? Und diese Frage erinnert mich an eine besondere Situation in meinem Leben. Ich war zu dieser Zeit in Österreich und hatte einen guten Freund, einen Mann, der in der Wirtschaft erfolgreich war, ein mittelständiges Unternehmen leitete. Und es kam sozusagen eine neue politische Führung an diesen Ort. In Deutschland würden wir sagen, ein neuer Landrat kam. Und dieser Landrat kam und stellte sich so vor in dieser Stadt und hatte ein Projekt mitgebracht. Er wollte, dass dieser Landkreis nicht so sehr für die negativen Dinge bekannt war, die es dort gab, auch aus der Geschichte gab, sondern dass dieser Kreis durch Positives bekannt war. Und er nannte das Friedensbezirk. Das war so seine Vision. Und als er kam, war so der Eindruck da, dass wenige ihn darin unterstützten, dass er eher ein bisschen belächelt wurde. Und hier war mein Freund. Er war auch bei einem dieser Sitzungen. Er hörte dieses Konzept. Und der Landrat hatte darum gebeten, dieses Konzept zu unterstützen, finanziell. Und als er am nächsten Tag in sein Dienstzimmer kam, lag auf seinem Schreibtisch ein Briefumschlag. Und mein Freund. Ein sehr gläubiger Mann. Dieser Leiter dieses mittelständischen Unternehmens hatte ein Kuvert vorbereitet, hatte eine Zusage gegeben, dass er dieses Projekt mit einer gewissen Summe unterstützen wollte. Dieser Landrat war sehr erfreut. Mehr als das. Der Erste, der ihm hier so entgegengetreten war, war dieser Mann. Ein gläubiger Mann und er war auch bekannt für seine gläubige Haltung seit diesem moment hatte sich dann schritt für schritt eine freundschaft zwischen beiden entwickelt und als ich dann einige jahre später kam nahm mich mein freund sozusagen bei der hand und führte mich bei diesem landrat ein machte mich persönlich bekannt und er trat mir entgegen reichte mir die hand und sagte wir sind per du und wenn ich was für dich tun kann und für die organisation die du vertrittst dann möchte ich das gerne tun und das waren nicht nur nette Worte, das hat er getan. Bis heute sind wir auch Freunde. Ist es nicht gerade als gläubige Menschen auch unsere Aufgabe, mit denen die Verantwortung haben, im Sinne Gottes, wo es möglich ist, zusammenzuarbeiten und bekannt zu sein als Menschen, die treu sind, die nicht vor der Kamera etwas sagen und was ganz anderes tun oder denken sondern wo all das zusammenpasst. Mein Eindruck ist, deshalb macht Daniel die Fenster nicht zu. Ich glaube, es wäre für ihn unmöglich gewesen, so zu tun, als ob. Denn der Text sagt, Daniel war treu. Und diese Treue im Glaubensleben, um die geht es, glaube ich, auch in unserer Gegenwart, ganz besonders auch da keine versteckte Agenda zu haben, sondern wie Daniel treu zu handeln. Na ja, und doch ist das Leben als gläubiger Mensch gerade in besonderen Zeiten, wo besondere Gesetze so wie bei Daniel hier erlassen werden, nicht so leicht. Und da gibt es ein wichtiges biblisches Prinzip. Manche nennen es die Klausula Petri und ich möchte kurz einen Ausflug machen in die Apostelgeschichte, Kapitel 5. Vers 29, hier wird dieser Text ähm, berichtet und es ist die Situation, wo hier andere gläubige Menschen, in dem Fall die Apostel, eben Einschränkungen hatten, weil sie ihren Glauben auslebten und von Jesus erzählten. Und es, wir können hier lesen Apostelgeschichte 5, 29, wo Petrus das so formuliert, inspiriert vom Heiligen Geist. Man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Es scheint also Situationen zu geben, wo meine persönliche Überzeugung, mein Glaube an Gott, dem, was Menschen befehlen, Gesetze, die sie erlassen, im Widerspruch stehen. Und dann, so würde ich das verstehen, sagt uns Gottes Wort, wenn dieser Fall eintritt, dann ist für einen gläubigen Menschen klar, man muss Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und ich glaube, diese Situation war für Daniel in dieser Geschichte in Daniel 6 gekommen. Sein Gebet, sich verbieten zu lassen durch weltliche Gesetze, das kam für ihn nicht in Frage. Als er von diesem Gesetz hört, ist sein er erster Weg, in sein Haus zu gehen und nach seiner Gewohnheit zu beten. Daniel war treu. Er veränderte sein Leben nicht. Er machte keinerlei Kompromisse, keine Abstriche, sondern er betete. Aber ich glaube, dieser Text, und ich würde gerne nochmal zurückkommen zu Daniel 6, Vers 11, sagt uns noch viel mehr. Manchmal in der Bibel ist das ja so, man könnte sich überlegen, wie, dies, wie die Geschichte auch hätte ausgehen können. Und wenn ich hier lese, Vers 11, als nun Daniel erfuhr, dass ein solches Gebot ergangen war. Wie hätte Daniel auch reagieren können? Hätte er nicht auch Transparente vorbereiten können und protestieren können gegen dieses Gebot? Noch viel mehr, er war persönlich ja bekannt mit dem König. Hätte er nicht eine Audienz suchen können und rebellieren, lamentieren können? Der Text sagt uns, Daniel ging in sein Haus. Er suchte die Nähe zu seinem Gott sicherlich auch um zu verstehen, was er tun soll in dieser Situation. Das war sein erster Weg und ich glaube gerade auch darin, ist Daniel uns ein echtes Vorbild. Akzeptieren oder rebellieren. Ist das nicht eine wichtige Fragestellung auch in der Gegenwart? Und man könnte ja hier zum Ergebnis kommen, nicht akzeptieren, das ist der Weg. Aber Vielleicht nicht ganz so schnell. In Daniel 6 finden wir eine Situation, wo Daniel keinerlei Kompromisse macht. Aber es gibt noch andere Momente im Leben von Daniel. Und ich würde gerne in Kapitel 1 einige Verse lesen. Daniel ist hier noch ein junger Mann. In Daniel 6 glauben die meisten Spezialisten, dass er wirklich schon ein sehr alter Mann war, viele Jahrzehnte Erfahrung mit Gott hatte. In Kapitel 1 ist ein junger Mann, manche schätzen 17 Jahre, wie auch immer. Und er wird gefangen genommen mit seinen Freunden. Und die erste Herausforderung, die er scheinbar hier erlebt, wird uns berichtet in Daniel 1, ab Vers 5. Und es heißt hier, und der König bestimmte, was man ihnen täglich geben sollte von seiner Speise und von dem Wein, den er selbst trank. Also Daniel und seine Freunde, die Teil dieser besonders begabten jungen Leute waren, wurden für eine spezielle Aufgabe von den Babyloniern ausgesucht. Sie sollten herangebildet werden, umerzogen werden, um dann für die Babylonier vielleicht Regierungsgeschäfte zu erledigen. Und das Vorrecht war, dass sie am Hof waren, dass sie vom Tisch des Königs sozusagen aßen. Die Speise und den Wein. Und wir lesen ein bisschen weiter. Es das heißt dann in Vers 8, Daniel 1, Vers 8. Aber Daniel nahm sich in seinem Herzen vor, dass er sich von des Königs Speise und mit seinem Wein riecht unrein machen wollte. Und wie tut Daniel das praktisch? Nun, es heißt hier weiter. Und bat den obersten Kämmerer, dass er sich nicht unrein machen müsste. Und Gott gab es Daniel, dass ihm der oberste Kämmerer günstig und gnädig gesinnt wurde. Er sprach zu ihm, ich fürchte mich vor meinem Herrn, dem König, der euch eure Speise und euren Trank bestimmt hat. Wenn er merken würde, dass euer Aussehen schlechter ist als das der anderen jungen Leute eures Alters, so brächtet ihr mich bei dem König um mein Leben. Da sprach Daniel zu dem Aufseher, Vers 12, versuch's doch, mit deinen Knechten zehn Tage und lass uns Gemüse zu essen und Wasser zu trinken geben. Und dann lass dir unser Aussehen und das der jungen Leute, die von des Königs Speise essen, zeigen. Und danach magst du mit deinen Knechten tun, nach dem, was du sehen wirst. Die Problematik für Daniel war hier, er sollte Dinge essen, die für ihn. Wegen seinem Glauben unmöglich waren zu essen. Akzeptieren oder rebellieren, wie reagiert Daniel? Mein Eindruck ist, er geht geschickt und klug vor. Es erinnert mich an das Wort: Jesus, seid klug wie die Schlangen und ohne falsch wie die Tauben. Er spricht persönlich mit dem verantwortlichen Mann. Er macht ihm einen Vorschlag. Versuch's zehn Tage. Gib uns das, was für uns angenehm ist, Gemüse und Wasser, und dann sollst du selbst sehen, im Vergleich zu den anderen, die von des Königs Speise essen, wie wir aussehen. Also kein großes Risiko für diesen Kämmerer, diesen Beamten des Königs. Und darauf geht er ein. Und ich habe den Eindruck, wenn ich das mit Kapitel 6 vergleiche, Daniel geht hier anders vor. Er geht diplomatisch vor und der text sagt vers 9, und gott gab es daniel dass ihm der oberste kämmerer günstig gesandt war also das ist nicht gegen gott was daniel tut ganz im gegenteil gott segnet ihn auf diesen ich will es nennen diplomatischen weg also treu sein bedeutet salopp formuliert nicht immer mit dem Kopf durch die Wand, nicht mit dem Vorschlag, kann wir alles zertrümmern. Und Kapitel 1 gibt uns noch einen interessanten Hinweis, der, glaube ich, auch gar nicht so leicht für Daniel war. Und ich möchte nochmal lesen in Kapitel 1, Vers 6 und Vers 7. Hier heißt es: Unter ihnen waren aus Juda Daniel, Hanania, Michael und Asaia. Also Daniel und seine drei Freunde, die Gläubigen, Männer, jungen Männer, die hier auserwählt waren. Und jetzt kommt Vers 7. Und der Oberste Kämmerer gab ihnen andere Namen und nannte Daniel Belshazzar, Hanania Schadrach und Michael Mesach und Asaria Abednego. Eine kurze Bemerkung. Aber wenn wir hier genauer darüber nachdenken, passiert hier etwas ganz Entscheidendes. Ich weiß nicht, wie dein Name ist, den dir deine Eltern gegeben haben. Vielleicht magst du ihn, vielleicht magst du ihn nicht so sehr. In unserer Kultur wählen wir Namen oft aus, weil sie uns gefallen. Nicht so sehr wegen ihrer Bedeutung. In manchen Kulturen in der Gegenwart, aber vor allen Dingen in der biblischen Zeit war das anders. Da hatte die Bedeutung des Namens war ganz entscheidend. Daniel bedeutet zum Beispiel Gott ist mein Richter. Daniel. El ist die Endung für Gott. Michael, da finden wir das auch drin. Also das heißt, die Namen, die diese vier gläubigen jungen Männer hatten, erinnerten sie immer an das, was sie glaubten, was für sie wichtig war. Eigentlich immer, wenn Daniel gerufen wurde, konnte er sich erinnern, wie gut, dass Gott letztlich alles entscheidet. Dass er mein gnädiger Richter ist. Dass er der ist, der bald Gerechtigkeit schaffen wird. Und jetzt kommen die Babylonier und verändern einfach die Namen. Und das ist mehr als eine Geschmacksfrage. Hier geht es letztlich, so scheint mir um eine Art Gehirnwäsche. Die ganze Identität dieser jungen Leute soll verändert werden. Und es beginnt bei ihrem Namen, es geht weiter bei der Speise, bei der ganzen Umerziehung. Wie reagiert Daniel und seine drei Freunde auf diese veränderten Namen, auf die sie ja keinen Einfluss haben? Das wird einfach bestimmt von außen. Der Text? berichtet uns nichts. Ich glaube, das war nicht leicht für Daniel und seine Freunde. Ich glaube, das war schwierig für sie. Aber wir finden keinen Protest. Und ich komme zurück zu meiner Frage. Akzeptieren oder rebellieren? Mir scheint in dieser entscheidenden, tiefgreifenden Frage der Namensveränderung, der Veränderung der Identität, findet sich Daniel und seine Freunde mit dieser Sache ab. Sie sind nicht mehr in Jerusalem. Sie sind unter babylonischer Herrschaft und das bedeutet, man muss sich wohl mit manchem arrangieren, solange es nicht meine persönliche Überzeugung verletzt, meine Treue gegenüber Gott und den Menschen. Was heißt das? Mein Eindruck ist, wie ich reagiere, das hängt sehr davon ab, wie die Umstände sind, was es letztlich für mich bedeutet. Es gibt Dinge als gläubiger Mensch, die muss ich in einer Umgebung, die eben nicht gläubig ist, von Regierungsvertretern, die zum Teil nicht gläubig sind, die muss ich hinnehmen, so wie Daniel die Veränderung des Namens hinnimmt. Ich glaube, es gibt Dinge, da will mich Gott führen, einen diplomatischen Weg zu wählen, durch persönliche Kontakte durch Angebote, die machbar sind. Und Daniel wird nicht so dargestellt bei der Speise, dass er hier etwas verrät, dass er faule Kompromisse macht. Nein, nein, der Text sagt, dass Gott ihn führt. Und es gibt Situationen, da ist es ganz wichtig, treu zu sein in dem Sinne, nicht bereit zu sein, auch eine minimale Veränderung vorzunehmen. So wie Daniel das tut beim Thema Gebet. Gott schenkt uns Weisheit, so zu handeln, wie er es möchte. Und ich glaube, das Vorbild von Daniel gibt uns hier gute Kriterien in die Hand, was es bedeutet, treu zu sein. Was nun? Warum macht Daniel die Fenster nicht zu? Ich glaube, wir haben eine erste wichtige Antwort aus dem Text gefunden, weil Daniel treu war. Und wir haben ein bisschen darüber nachgedacht, was diese Treue für Daniel bedeutete. Und ich glaube, auch wichtige Prinzipien herausgearbeitet, was es bedeutet in der Gegenwart. Gott treu zu sein. Aber ich glaube, es gibt noch eine zweite Antwort, die uns der Text sagt. Und ich möchte in Daniel 6 nochmal den Vers 24 lesen. Und zwar nur den letzten Teil. Daniel 6. Vers 24, interessant, der König redet hier und er sagt folgendes. Als er so froh ist, dass Daniel diese Nacht in der Löwengrube überlebt hat, sagt er über diesen Daniel, Vers 24, letzter Satzteil, denn er hatte seinem Gott vertraut. Das ist das Zeugnis des Königs. Und ich glaube, wenn er das sagt, dann können wir festhalten Daniel vertraute Gott. Er vertraute Gott so sehr, dass diese Haltung des Vertrauens auch den Menschen, die um ihn herum lebten, bewusst wurde, selbst dem König, denn das ist das Zeugnis des Königs, er vertraute seinen Gott. Wie geht das? Wie kann ich dahin kommen, meinem Gott so wie Daniel zu vertrauen. Diese Frage hat mich bewegt in der Vorbereitung. Und mein Eindruck ist, Erfahrungen mit Gott zu machen, ist, glaube ich, vielleicht das Entscheidendste dabei. Und wenn ich so durch die Seiten des Buches Daniels blättere und ich lade euch ein, das zu tun, immer wieder zu tun, dann sehe ich, von Anfang an hat Daniel diesen Weg der Treue gewählt und Gott hat ihm gerade dann besondere Erfahrung geschenkt. Nach zehn Tagen war er weiser und gesünder als alle anderen. Und er wurde eingesetzt und er kann dem König den Traum deuten. Ja, selbst im Feuerofen erleben seine drei Freunde, sind sie nicht allein. Gott ist da. Erfahrungen mit Gott zu machen ist so entscheidend. Und ich glaube, wenn ich treu bin, wenn ich ihm nachfolge, dann ist das das, was Gott mir schenken will. Das zeigen nicht nur die ersten fünf Kapitel des Buches Daniels, sondern das zeigt dieses Buch. Das heißt nicht, dass es immer leicht ist, aber dass es sich lohnt, Gott treu zu sein. Ich komme noch einmal auf Daniel 6, Vers 11 zurück. Wir haben jetzt schon einige Male gelesen, aber da ist noch etwas drin, was ich glaube ich ganz, ganz entscheidend finde. Da heißt es, er hatte aber an seinem Obergemach offene Fenster nach Jerusalem. Warum nach Jerusalem? Drückt Daniel damit nicht etwas ganz Wichtiges aus. Er war nicht mehr in Jerusalem und Jerusalem ist im biblischen Kontext ja mehr als ein geografischer Ort. Dort war das Heiligtum, dort hatte sich Gott offenbart. Jerusalem im Neuen Testament, die Stadt Gottes, ist ein Bild für sein Reich. Daniel war nicht mehr dort. Er war weit weg. In der Gefangenschaft in Babylon aber, eins ließ er sich nicht nehmen. Jerusalem war in seinem Herzen, Jerusalem war in seinen Gedanken. Auch wenn er in Babylon lebte, dann dachte er doch jeden Tag mit Blickrichtung an Jerusalem. Und ich glaube, das ist entscheidend, wenn ich mein Vertrauen in Gott nicht verlieren will. Wenn ich nicht aufgehen will in den Gedanken und Wünschen dieser Welt dann brauche ich diesen Blick in die Zukunft. Denn er wusste, es kommt der Tag. Da darf sein Volk wieder zurück. Und im großen biblischen Bild, es kommt der Tag. Da holt sein Volk, Gott sein Volk, alle gläubigen Menschen, nach Hause, nach Jerusalem. Und diesen Blick in die Zukunft zu wachen, das gibt mir Kraft für die Gegenwart. In diesem Sinn, wo ist mein Moment, wo ich nach Jerusalem schaue? Der Psalmist sagt uns: An den Wassern zu Babel saßen wir und weinten, wenn wir an Zion dachten. Vergesse ich dich, Jerusalem, so verdorre meine Rechte. Also, wenn wir diese Perspektive abschneiden aus unserem Leben, dann wird es schwierig. Das heißt, gläubige Menschen, Nachfolger Jesu können letztlich gar nicht leben ohne diesen Blick in die Zukunft, der Kraft für die Gegenwart gibt. Und vom Wort her nennt man Menschen, die so ausgerichtet sind, Adventisten. Nicht, weil sie immer in der Adventszeit vor Weihnachten in diesem Sinn leben, sondern weil sie leben in der Erwartung auf den Advent, auf seine Wiederkunft, auf Jerusalem, wenn Gott Gerechtigkeit schaffen wird und alles Böse vernichtet wird. Das steckt hier in Daniels Leben tief verwurzelt drin. Und, und noch ein letztes in diesem Vers 11, dass er nach Jerusalem ausschau hält täglich und was tut er? Es heißt dann am Ende Vers 11, er betete, lobte und dankte seinem Gott. Na, ist das jetzt überraschend? Wenn man betet, lobt man und dankt man. Lass uns noch mal nachdenken, in welcher Situation Daniel hier war. Es war eine besondere. Es war eine lebensbedrohliche Situation. Daniel betete. Seine Fenster waren offen. Er wusste, dass man ihn bespitzelt. Er wusste, was das bedeutet. In dieser Situation dankt Daniel. Kann ich in solchen Situationen danken? Kann ich dir da einen Dank über die Lippen bringen? Mir scheint, dieses Danken war viel mehr als eine spontane Eingebung, sondern Daniel hatte vielleicht, und das ist meine Interpretation aus diesem kurzen Wort, man weiß zu wenig, aber lasst mir hier sagen. Ich glaube, er hatte eine Grundhaltung der Dankbarkeit. Er war seinem Gott zutiefst grundsätzlich dankbar und selbst in dieser Situation dankt er. Und noch einen letzten Punkt. Ja, wir haben gehört, Daniel vertraut Gott. Er hatte Erfahrungen mit ihm gemacht. Er hat diese Perspektive nach Jerusalem. Er hat diese Grundhaltung der Dankbarkeit. Aber eines ist mir besonders aufgefallen beim Nachdenken, beim erneuten Nachdenken über diesen, diese Geschichte in Daniel 6 und das ist mir nie vorher aufgefallen. Das ist das Spannende, wenn man Bibel studiert, fällt dann immer was Neues auf und ich möchte nochmal Bezug nehmen auf Kapitel 6 und möchte drei Verse lesen. Vielleicht fällt euch auch was auf. Es sind die Verse 7, 12 und 16 und es das heißt hier, da kamen die Fürsten und Statthalter eilend vor den König gelaufen und sprachen zu ihm. Vers 12. Da kamen jene Männer eilend gelaufen und fanden Daniel, wie er betete und flehte vor seinem Gott. Vers 16. Aber die Männer kamen wieder zum König gelaufen und sprachen zu ihm, du weißt doch, König. Vers 20. Früh am Morgen, als der Tag anbrach, stand der König auf und ging eilends zur Grube. Ist es aufgefallen? was in diesen unterschiedlichen Situationen, wo sie den Plan einfädeln, wo sie Daniel erwischt haben, wo der König zum, zur Löwengrube läuft, eines haben sie alle gemeinsam, diese rivalisierenden Räte und Mächtigen, selbst der König. Sie haben es eilig. Alle. In jeder Situation wird das so berichtet. Kann es sein, dass ich gerade in Krisensituationen, ganz eilig bin. Oder ich könnte auch anders formulieren, dass ich kopflos rumlaufe, dass ich hin und her schwanke zwischen den neuesten Meldungen, die ich hier und da und dort höre und gar nicht mehr weiß, was los ist, so wie kopflose Hühner durch die Gegend fliegen. So scheint mir hier, geht es diesen anderen Politikern, so geht es dem König selbst, eilends von einem Lesen wir nicht, dass er eilends unterwegs war. Und um ihn ging es hier. Um sein Leben ging es in dieser Situation. Daniel. Und man hat den Eindruck, er geht ruhig in sein Haus und betet. Und er sitzt in dieser Löwengrube. Und als der König dann am Morgen kommt und nachschauen will, ob er noch lebt, da lesen wir in Vers 22, Daniel aber redete mit dem König, der König, Lebe ewig. Mein Gott hat seinen Engel gesandt, der den Löwen den Rachen zugehalten hat. Mein Eindruck ist, selbst in dieser Situation strahlt Daniel eine gewisse Ruhe und Gelassenheit aus. Und ich muss gestehen: gerade in den Zeiten, in denen wir leben, in Zeiten wie diesen, ist das ein ganz besonderes Gut nicht kopflos wie die Hühner durcheinander zu laufen, sondern zu wissen, Gott ist da. Gott hat es in der Hand. Ich kann ganz ruhig in ihm sein, Frieden haben und eine gewisse Gelassenheit erleben und ausleben. Karl Barth, der berühmte Theologe, sagt am Vorabend seines Todes im Jahr 1968, ja, die Welt ist dunkel. Nur ja, die Ohren nicht hängen lassen, nie. Denn es wird regiert, nicht nur in Moskau oder in Washington oder in Peking. Das sagt er 1968. Und jetzt kommt sein finaler Satz. Aber auch ganz oben, vom Himmel her. Wie gut das zu wissen, oder? Das lehrt uns, denke ich, die Geschichte von Daniel. Das zeigen uns die Männer und Frauen der Bibel und der Geschichte dass wir in Gott allein Frieden finden können, gerade wenn die Zeiten schwierig sind und mit Gelassenheit und Ruhe Tag für Tag leben können. Vor einigen Wochen erzählte mir ein anderer Daniel, nicht dieser Daniel, dass er nach Hause wollte und es war gerade wegen dem Lockdown, war ganz wenig los im Geschäft und er bestieg den Aufzug und er fuhr runter, um eben auf den Parkplatz zu kommen und der Aufzug blieb stecken. Das hatte er noch nie erlebt, ich habe das auch noch nie in meinem Leben erlebt, sowas. Und es war, er war überrascht und ein bisschen nervös und er rief seine Frau an und seine Frau sagte ihm, bleib ruhig, bete. Und dann saß er da in diesem Aufzug, der stecken geblieben war. Und er hörte, die Leute oben hatten es mitbekommen und sie wunderten sich und die Leute unten, das war das Putz, die Putzkolonne, die in die Büros wollte, merkten das auch. Und er hörte, wie sie beide panisch riefen. Und er erlebte in diesem steckengebliebenen Aufzug eine Ruhe. Er las in seiner kleinen Bibel, die er dabei hatte, er betete zu Gott. Und er berichtete von dieser Erfahrung als eine, die für mich so ein Stück, ein, ein Sinnbild ist, von dem, was wir von Daniel lernen können, was so entscheidend ist für unsere Zeit. Was nun? Warum machte Daniel die Fenster nicht zu? Ich glaube, der Text sagt uns, weil er treu war, weil er Gott vertraute. Er hatte Erfahrung mit ihm gemacht. Er ließ den Kontakt, die Sehnsucht nach Jerusalem nicht abreißen. Er hatte eine Grundhaltung des Dankens und er ruhte in Gott. Er musste nicht wie kopflose Hühner herumlaufen, sondern er wusste, Gott hat alles in der Hand. Was nun? Ich glaube, Gott wünscht sich, dass uns diese Geschichte Perspektive, Motivation und Kraft für unsere Situation in der gegenwärtigen Zeit gibt. Gebe, dass auch wir immer mehr treu sind und Gott vertrauen. Amen. Ich würde an dieser Stelle gerne noch mit euch beten. Unser guter Vater in dem Himmel. Wir möchten dir so sehr danken, dass wir in deinem Wort, wenn wir suchen, Antworten finden auf jede unserer Lebenssituationen. Auch auf die Situation, wo wir spüren, dass Einschränkungen da sind, vielleicht sogar noch mehr kommen. Wie sollen wir reagieren darauf? Wir hören so vieles, sehen so vieles, manchmal zerreißt es uns, manchmal unterschätzen wir diese Situation. Danke für dein Wort. Danke, dass uns die Geschichte von Daniel in der Löwengrube eine Antwort gibt. Dass wir sehen, wie wichtig es ist, dir treu zu sein. Dass Daniel in seinem Leben selbst demonstriert, was das bedeutet. Nicht immer 0815 zu handeln, sondern angemessen. Um welche Frage geht es? Muss ich rebellieren? Muss ich akzeptieren? Muss ich diplomatische Wege einschlagen? Herr, lass uns offen sein für deine Führung. Und hilf, dass wir dir immer mehr vertrauen. Danke für die Erfahrungen in unserem Leben, die wir mit dir machen durften. Danke, dass wir, wenn wir dir treu sind, noch viele mehr machen können. Hilf auch uns, Herr, dass wir die Verbindung zur Zukunft auf deinen Tag, auf den wir warten, immer präsent halten in unserem Leben. Herr, hilf uns, eine Grundhaltung der Dankbarkeit zu entwickeln. Und vor allen Dingen, Herr, danke, dass wir auch in dieser und in weiteren Lebenssituationen ganz ruhig sein können, weil du alles in der Hand hast, weil du da bist. Danke für dieses Geschenk und deinen Segen. In deinem Namen, Herr Jesus Christus. Amen.